Und damit willkommen zu einem neuen Resident Evil 4 Video. In diesem Video möchte ich euch gerne dabei helfen, wie ihr das Rätsel in der kleinen Höhle mit Schreien lösen könnt, beziehungsweise wie ihr diese Tür hier aufbekommt. Ihr habt hier links einmal so eine Steintafel mit verschiedenen Knöpfen, da sind verschiedene Symbole drauf. Von diesen Knöpfen müsst ihr insgesamt 3 Symbole finden. Das erste Symbol findet ihr direkt hier links um die Ecke. Das sind einmal 3 so Schlangen, Wellenlinien, was auch immer. Das nächste Symbol findet ihr einmal, wenn ihr hier die Leiter hochklettert. Da habt ihr dann hier, das ist ein Symbol insgesamt, also einmal links so ein Strich und rechts so eine Schlange, die sich um so einen Stab wickelt quasi. Und das dritte Symbol findet ihr hier um die Ecke, da habt ihr einmal 3 so Fische, die quasi aufeinander zuschwimmen. Damit habt ihr dann insgesamt die 3 Symbole entdeckt. Nun müsst ihr nur noch die 3 richtigen Knöpfe drücken und dann öffnet sich auch schon die Tür. Wir haben hier einmal dieses Symbol gehabt, dann hatten wir diese 3 Schlangen quasi und diese 3 Fische, die aufeinander zuschwimmen. Und damit habt ihr dann die Tür geöffnet und könnt im Spiel voranschreiten. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich verabschiede mich damit und sage bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao.